Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Linux-Programme finden mit Rich, Whereas und Type. Wenn wir Programme suchen, so stehen uns dafür drei Tools zur Verfügung: Rich, Whereas und Type. Alle durchsuchen jeweils nur den Suchpfad, finden also nur Programme, die die Shell auch finden würde. Das Programm Rich wird zusammen mit einem oder mehreren Programmnamen aufgerufen und gibt uns dann den vollen Pfad des gefundenen Programms zurück. Rich arbeitet exakt wie die Shell, durchsucht eben den Suchpfad, PATH, und gibt das erste Kommando mit dem passenden Namen samt Pfad zurück. Der Aufruf von Rich Mount hätte also die Ausgabe Schrägstrich bin, Schrägstrich mount. Das Programm Type ist eigentlich gar kein Programm, sondern eine interne Funktion der Shell Bash. Es zeigt etwas mehr Informationen als Witch, weil auch die Hash-Mechanismen der Shell berücksichtigt werden und angezeigt wird, ob das gewünschte Kommando eine Shell-Funktion, ein Alias, ein interner Shell-Befehl oder ein Programm ist. Auf vielen Systemen ist tatsächlich etwa das Programm Rich nur ein Alias auf Type minus P. Die Ausgabe von Type Mount würde folgendermaßen aussehen. Das Programm Whereas ist schließlich neben dem Auffinden von Programmdateien auch in der Lage, die zugehörigen Handbuchseiten und den Quellcode, falls installiert, von Programmen zu lokalisieren. Whereas Mount. Das war unser Paul von oben Screencast. Ciao und viel Glück!